Willkommen zurück bei Master Reboot. Wir betreten die Kindheitserinnerungen. War diesmal unser Kinderzimmer? Sind wir gerade selbst ein Kind? Was ist das für ein unheimliches Kinderzimmer? Und was ist das für ein Würfel? Okay, stimmt, das Grün war ja zurück in die Stadt. Meine Puppe. Kann ich die mitnehmen? Nee. Ihr Name ist Igor! So. Da die kleine Katze. Die sieht aus wie die Plüschkatzen, die wir am Strand gefunden haben. Und hier auch Enten. Und wieder eine Plüschkatze und wieder eine Ente. Können wir die aufnehmen? Nee. Und das ist wahrscheinlich der sicherste Kleiderschrank der Welt mit 3 Schlössern. Und wir können anscheinend noch nichts damit anfangen. Hallo. Da oben gibt es kleine Kindergeschichten. Und hier fehlt offensichtlich das Bild. Aber ich vermute, das gehört so. Aber können wir hier rein? Nein. Aber die Kiste können wir öffnen. Und dies ist ja ein Wartungswürfel. Ich vermute, ja, der repariert nun den Spiegel. Oder das Bild. Jetzt sind wir woanders. Und ich glaube, wir krabbeln gerade über den Boden. Heißt das, wir sind gerade noch jünger geworden oder sind wir einfach nur zu faul zum Gehen? Ohne meinem Nachtlicht konnte ich nicht schlafen. Wieder die Enten. Zuerst ein Engel, der wurde aber durchgestrichen und stattdessen ein kleiner Teufel hingemalt. Sind wir das? Oder ist das vielleicht unsere Mutter? Was war das? Ein Puppenhäuschen, das wir anscheinend auch betreten können. Das heißt, wir müssen hier... Wir sind hier nicht alleine. Und offensichtlich sind wir sehr klein. Wir krabbeln nicht, wir sind wirklich winzig. Hier brauchen wir anscheinend eine Kombination, die werden wir sicher noch rausfinden. Wohin sollen wir gehen? Unter das Bett oder ins Häuschen? Ich glaube, wir betreten das Häuschen. Ich bleibe zurück. Dieses Geräusch. Kam das Geräusch gerade aus dem Herd? Die Schränke können wir nicht öffnen. Da, ich hab's gesehen. Irgendwas flog gerade an uns vorbei. Irgendeine Spielekonsole. Ich würde gerne den Fernseher ausstellen. Aber wir können hier offensichtlich nichts machen. Dann schauen wir in den nächsten Stock. Ah, noch so ein Würfel. Das ist
beziehungsweise das ist wahrscheinlich dann das Zeichen, was wir unten verwenden sollen, das Dreieck mit dem Punkt in der Mitte. Und gut, mehr können wir nicht machen, das heißt, dann würde ich mal zunächst das machen, dass ich das hier einstelle. Das hier. Und nun gehen wir unters Bett. Und wie wir alle wissen, unterm Bett lauern die Monster. Kannst du mich beschützen? Geh weg, ich bräune mich hier. Okay. Hier das Zeichen für Radioaktivität. Der soll das doch bitte mal unterlassen hier. Und dieses Fläschchen leuchtet irgendwie ungesund grün. Was ist das? Okay, das ist Leuchtklebstoff. Kein Wunder, dass es leuchtet. Wahrscheinlich haben wir damit das hier gezeichnet. Und wir kommen in einen dunklen Raum und folgen der Leuchtspur. Und wir sind, glaube ich, noch kleiner. Das Blau. Okay, da kommen wir anscheinend nicht hin. Ich traue dem Teddy hier nicht. Keine Ahnung, ob dies der richtige Weg ist. Oh nein. Okay, dies war offensichtlich nicht der richtige Weg. Wir sollen vermutlich nicht dem Teddybären in die Quere kommen. Quere natürlich. Nochmal sicherheitshalber hier das Dreieck ein. So. Ich möchte mir noch kurz den Turm hier ansehen. Ich glaube, den haben wir noch nicht untersucht, aber anscheinend können wir eh nichts machen. Kommen wir eigentlich irgendwie aufs Bett? Wir sind zu klein. Okay, ich renne mal. Okay, hier möchte ich nicht entlang. Hier gingen wir nach links, wenn mich nicht irre. Ich nehme mal den weg. Oder war das da, wo wir erwischt wurden? Ich bin gerade unsicher. Nee, da ist auch ein Teddy. Und hier haben wir eine Ente. Ich hoffe, die will uns nichts antun. Sehr geehrte Miss Jones,
Vielen Dank für Ihr Interesse in Hale Studios. Wir sind froh, dass Sie unseren... We are glad you enjoyed our recent Angelina Small House released on your... Okay, anscheinend sind Sie froh, dass wir Spaß an dem kleinen Häuschen hatten, das Sie vor kurzem aufgrund Ihres Feedbacks rausgebracht haben. Sie bieten keine Studio-Tours an, also keine Tour durch das Studio, aus Sicherheitsgründen. Aber über den Sommer bieten Sie die Möglichkeit an, dort als Praktikant Erfahrungen zu sammeln, wenn man Student ist, wenn man ein Studium abgeschlossen hat oder studiert. Und Sie wären froh darüber, wenn Sie uns hier dann diese Möglichkeit bieten könnten. Und Sie wünschen uns nur das Beste für unser Studium. Und es schrieb Louis Smythe, Kommunikationsoffizier. Also Offizier, ja. Die Verantwortliche für die Kommunikationsabteilung. Hier geht's nach oben. Oh, es gibt Loot. Ist hier ein Teddy? Nein, hier ist kein Teddy. Was ist das? Das ist unsere Puppe, das ist Igor. Und wir bekommen einen Schlüssel. Und wir sind jetzt wieder unter unserem Bett. Das heißt, okay, der Schlüssel wird jetzt für den Schrank da drinnen sein. Das machen wir gleich mal. So, waren es nur noch zwei. Können wir nicht drauf. Und die Ente können wir nicht... Doch, wir können sie nutzen. Scheint eine Geschichte zu sein, unterschrieben von Saren, das ist ja diese KI, die hier mitarbeitet. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht übersetze. Ihr könnt es ja auf Pause drücken und es euch selbst durchlesen. Das wäre gerade etwas zu viel Text für mich und würde etwas zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Sind wir Saren? Sind wir vielleicht die KI? Und waren aber vorher ein Mensch? Und müssen wir nochmal hier rein? Nein, hier ist der Weg jetzt versperrt. Das heißt, die anderen Schlüssel müssen sich hier irgendwo befinden. Oh. Ich versuche mal, ob wir von dem Haus aufs Bett springen können. Fast. Aber offensichtlich können wir aufs Bett, weil dort gibt es auch wieder ein Entchen. So. Hallo Igor. Irgendein Comic? Ist hier jetzt auch nicht drauf? Oder ist das ein Spiel? Nee, das ist ein Spiel. Und man soll alle 4 Stunden eine Pause machen. Alle 4 Stunden? Okay. Hast du einen Schlüssel gesehen, Igor? Igor, ich rede mit dir. Können wir da drüben rauf? Irgendwie? Ach stimmt, in dem Teil des Hauses waren wir ja noch gar nicht drin. Ich hab's verstanden, du bist unheimlich. Ah, grün ist dieses Zeichen. So. Okay. Blau haben wir anscheinend schon. Schlüssel Nummer 2. Hier seitlich. Oh, und wieder so eine Markierung. Wir formen einen kompletten Kreis aus Erschaffen und Zerstören. Schön für euch.
Knopf. Ah, sowas ähnliches. Ein Chatlog. Ich habe versucht, es zu ändern, aber es tut nichts. Astrid Patterson, 1303. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Und Madison Jones. Möchtest du, dass ich es einmal überprüfe? Einfach nur Copy-Paste in einen Word-Prozessor und ich werde es mir ansehen. Wirklich? Das wäre wunderbar. Keine Panik. Ich bin sicher, dass du irgendwo Bracket, keine Ahnung, was das heißt, irgendwas halt auf jeden Fall übersehen hast. Und Astrid Patterson sendet dann Astrid's Awesome Game Prog Text per Chat. Mich wundert's gerade, weil diese Enten sind ja eben dafür da, dass sie Nachrichten übermitteln, aber was sind das für Nachrichten? So ein Auszug aus einem Chat oder ein Computerspiel? Alice Through the Looking Glass. Das ist Geschichte von Alice im Wunderland. Der letzte Schlüssel ist unser. Wie kommen wir hier wieder runter? Ist das eine Taschenlampe? Können wir die ausmachen? Das ist doch Batterieverschwendung. Gut, dann springen wir halt einfach hier runter. Dann nach da. Wow. Was sich im Schrank befindet, das sehen wir dann in der nächsten Folge.